Transporter Bielefeld. Heute befinden wir uns in einer Ausstellung, die vom Kunstverein Bielefeld organisiert wurde. Diese Ausstellung ist zwei Künstlerinnen gewidmet, einmal der Dalina Stehler und einmal der Luise Schröder. Beide Künstlerinnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mediale Kunst machen, also Kunst mit modernen Medien, aber auch mit klassischen Medien. Der Kunstverein Bielefeld, der das Ganze organisiert hat, wird geleitet von Thomas Thiel und zur Seite steht ihm die Frau Nele. Ich spreche jetzt mit Herrn Thiel, der Kurator dieser Ausstellung ist. Herr Thiel, was macht denn eigentlich der Kunstverein? Ja, der Kunstverein zeigt schon ganz lange in Bielefeld zeitgenössische Kunst. Wir sind über 80 Jahre alt, haben über 1000 Mitglieder, also es ist eine private Institution mit einem öffentlichen Auftrag. Und wir zeigen aktuelle zeitgenössische Künstler, internationale Kunst, die vielfach auf Biennalen und Großausstellungen, auch in London, New York oder auch Paris zu sehen ist. Und wir versuchen das hier in Bielefeld vorzustellen und den Künstlern diese Räume zu geben, um ihre Position zu präsentieren. Die beiden Künstler, die ja jetzt in diesem Programm vertreten sind, was vereinen die denn? Eigentlich sind es zwei ganz unterschiedliche Ausstellungen, aber gemeinsam ist ihnen doch ein Interesse an der Geschichte, an Fragen von kultureller Identität. Wie entsteht Kultur, gerade auch in ihrer Entwicklung? Da spielt die Geschichte ja eine ganz wesentliche Rolle. Und das wird hier in den beiden Ausstellungen verhandelt auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mit den Medien Fotografie, mit den Medien Film und Video. Und es sind darüber hinaus dann auch einige Textarbeiten der beiden Künstlerinnen zu sehen. Das sind, finde ich, auch persönlich sehr interessante Exponate, die hier zu sehen sind. Die sind ja nicht nur visuell, sondern auch natürlich auch per Gehör wahrzunehmen, also auch Zeitzeugnisse und auch teilweise Mediadokumente, die gar nicht unbedingt auch jetzt zeitlich wirklich einer bestimmten geschichtlichen Periode zuzuordnen sind, sondern die auch aus der Gegenwart stammen können. Und einer dieser auch sehr interessanten Ausstellungen oder Künstlerinnen, das ist ja die Frau Schröder, und Sie als Kuratorin für diese Ausstellung, Sie haben ja sich sehr, denke ich, intensiv mit der Kunst auseinandergesetzt. Warum jetzt die Frau Schröder in dieser Art und Weise, ich sage jetzt mal, Papier behandelt? Können Sie das dem normalen Zuschauer mal erklären? Ja, das kann ich. Also sie interessiert sich dafür, wie die Vergangenheit für die Politik der Gegenwart instrumentalisiert wird. Und dazu zählt eben zum Beispiel auch, wie Bildmaterial eingesetzt wird von bestimmten sozialen, religiösen oder politischen Autoritäten. Und das heißt, dieses Bildmaterial, das wir hier auf dem Monitor sehen, das Luise Schröder bearbeitet, das ist unterschiedlich ideologisch aufgeladen. Und entstand einerseits der BRD und der DDR von 1945 bis heute. Und sie arbeitet sich hier an dem Mythos Dresden ab, also zwei Ereignisse, einmal die Bombardierung 1945 und die Jahrhundertflut 2002. Ja. Und sie reenactet das, also in der Kunst, also sie stellt quasi diese Ereignisse abstrakt nach, indem sie das Bildmaterial, das eben ideologisch aufgeladen ist, mit Feuer, Wasser und Sand bearbeitet. Und möchte eben da auf die Herstellungsprozesse von Geschichte hinweisen und auf die Festschreibung in der jeweiligen Gegenwart. Was dann daraus entsteht, sind eben Archivprints, die aufgrund des bearbeiteten Materials mit Feuer, Wasser und Sand entstehen und die man dann hier auch im Raum sehen kann. Was erwarten Sie, was der Besucher dieser Ausstellung dann mit nach Hause nimmt? Luise Schröder und mich treibt ja beide in die Geschichte um. Und es ist wichtig, dass diesen Arbeiten anzumerken ist, dass Geschichte immer ein Konstrukt ist. Also dass Geschichte immer was ist, was aus der Gegenwart kommt. Und dass man deswegen Geschichte, so wie es in Geschichtsbüchern vermittelt wird, auch immer wieder in Frage stellen darf. Und dass eben in den Arbeiten von Luise Schröder, die sich mit dem geschichtlichen Material auseinandersetzt, genau da die Brüche und die Widersprüchlichkeiten der Geschichte bestehen dürfen. Was ja sonst in der Geschichtsschreibung, die wir aus den Schulbüchern kennen, immer so was ganz
lineares, zwangsläufiges hat, wollen wir hier einen Raum aufmachen, der sagt, Geschichte ist, ja, ist konstruiert, kommt aus unterschiedlichen subjektiven oder die Erzählung der Siegermächte, wie man ja auch immer sagt. Und so wollen wir hier eben einen Raum aufmachen, einen Verhandlungsraum für Geschichte. Herr Kiene, Katharina Stellier, Jugoslawien geboren, Jahrgang 79, behandelt ja ihre Kunst ganz anders. Klar, auch hier wieder die historischen Wurzeln, aber wie macht sie das? Also interessant bei Katharina Stella sind zwei Sachen. Wir haben es versucht, in der Ausstellung zusammenzubringen. Das ist einmal ihre Beschäftigung mit der Sprache, gerade der gesprochenen Sprache, also der menschlichen Stimme. Und das andere ist ihre Auseinandersetzung mit der Musik. Und wenn man hier seinen Blick schweifen lässt, dann wird man feststellen, dass sie eigentlich immer den Mensch in den Mittelpunkt rückt. Und das in der Art und Weise, dass wir nie einen Moment der Aufführung oder des Konzerts jetzt auf die Musik bezogen erleben, sondern immer einen Moment der Probe. Also es sind Probesituationen. Es sind Sprachtrainings, es sind Musikproben, es sind Improvisationen, es sind Übungen, die sie hier in ihren Videos und Filmarbeiten vorstellt. Und dabei geht es eigentlich immer um einen Moment der Aneignung, interkulturell, also dass ich mir eine fremde Sprache aneigne oder eine fremde Musikkultur aneigne, wie das hier im Hintergrund zu sehen ist, das Nationalorchester von Ghana, was sie bei der Probe untersucht und beobachtet hat. Oder eben ja, ein Moment, fast schon genderspezifisch, ein Sprachtraining, wo sie eine Sprachtrainerin und eine Probandin in Wien beobachtet, wo eine Frau beigebracht bekommt, tiefer zu sprechen, als sie es eigentlich tut. Und das mit dem Hintergrund, eben an Autorität zu gewinnen. Also da sehen wir den beiden Frauen bei einer Übung zu, die dazu dient, im Rahmen von später wirtschaftlichen Unternehmen, dieser Frau Autorität zu verleihen. Also Sprache und Musik werden hier ganz unterschiedlich eben mit ihren gesellschaftlichen, psychologischen, soziologischen Verständnisweisen vorgestellt und untersucht. Mhm. Schönen Dank für diese interessanten Erklärungen, was die Kunst der beiden Künstlerinnen angeht. Dann können wir eigentlich unseren Zuschauern vom Stadtportal Bielefeld nur wünschen, mal hierher zu kommen, sich diese Ausstellung mal anzuschauen und auch mal selbst in sich hineinzuhorchen. Was kann ich selber mitnehmen? Was kann ich selbst daraus machen? Und wie kann ich das weitertragen?